Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Warcraft. Und wir haben 7 Minuten vor 0 Uhr zum Mist of Pandaria Release. Und hey, die Quest ist schon da. Wir können also loslegen. Und ihr seht, hier ist die Hölle los. Egal, wir nehmen jetzt mal an. Und werden jetzt erstmal starten. Wir sind als allererstes die Rogue Stormwind besuchen. Und wir machen das hier mal mit der kompletten Masse. So, jetzt lassen wir mal hier. Wir haben das Wrack gründlich durchsucht, Eure Majestät. Keine Spur von Admiral Taylor oder seinem Schiff. 200 Schiffe zu meiner Verfügung und ausgerechnet das mit meinem Sohn an Bord verschwindet! Was ist mit Ihrer letzten Übertragung? Zeigt mir, was immer ihr habt. Kuss abgekommen! Luftangriff der Horde! Viele Verluste! Schiffbruch! Unentdeckte Insel! Aber der Weiße Bauer ist sicher! Wiederhole, Weißer Bauer ist in Sicherheit. Anduin. Überraschungsangriff. Bitte um sofortige, wenn irgendjemand diese Nachricht empfängt. Sir, die siebte Flotte ist bereits entsandt worden. Aber es könnte Wochen dauern, bis... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir schicken eine kleine Elitetruppe, um dieses neue Land zu sichern. Und bringen meinen Sohn zurück. So, ich gucke gerade schon bei meiner Freundin auf dem Monitor und es ist ja... Ja, ihr seht's ja selber, pervers, was hier abgeht. Wir versuchen natürlich irgendwie diesen Questgeber hier zu erreichen. Und das ist, ja, ich hab ihn. Plapp. Meldet euch auf der Himmelsfeuer. Machen wir. Jetzt hier irgendwie raus aus dem Getümmel, das ist ja abartig. Also wenn es hier heute lecken sollte oder so, das liegt nicht an mir, meinen Rechner oder weiß der Geier. Das ist einfach nur... total überfordert. So, dann fliegen wir mal zum Hafen von SW. Da ist nämlich die Himmelsfeuer und da werden wir mal jetzt oben rauffliegen und dann geht der Weg los nach Pandaria. Oi, ist das geil. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue, wie ein Schnitzel. Endlich geht's hier wieder weiter. Ich habe zwar, glaube ich, letzte Folge noch gesagt, dass ich irgendwann noch eine Quest machen wollte, aber das hat sich dann irgendwie noch spontan erledigt gehabt. Ist ja auch real, weil ich denke mal, das hier ist sowieso interessanter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand drauf besteht, diese Quest machen zu wollen. So, ach ja, da drinnen in der Hütte, da sehen wir dieses neue Symbol, diese Sprechblase, die uns ja jetzt anzeigt, dass wir hier mit jemandem quatschen müssen, damit der Weg losgeht, aber... Hä? WTF? Ach Quatsch, der steht oben. Ha. Und ich renne den Deppen hinterher. Das gibt's doch nicht. Mann, 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 Mann. Da. Und liebe Freunde, das heißt jetzt geht's los. Auf nach Pandaria. Das nächste Video. Es läuft eigentlich alles wirklich ziemlich gut. Also das ist echt sauber gelaufen vom Blizzard. Das zu implementieren. Auch wenn es vor 0 Uhr ist, ist ja jetzt nicht unser Problem. Ich stehe ja nicht in Köln. So, Video. Hoffe ich. Schwarzer Bildschirm, ist das eigentlich was Gutes? Ich hoffe, dass man hier was hört. Bei meiner Freundin. Doch, bei uns hört man was. Bei meiner Freundin ist der Sound des Videos nicht da. Aber na gut, sowas kann echt vorkommen. Aber das Video kennt man dann auch. Also viele schon, die das mitgemacht haben und. Hohoho, Pandaria ist die Hölle los. So, ich werde jetzt erstmal nur 60 Minuten aufnehmen. Ja, danach muss ich dann auch mal ein bisschen mit dem Main ran. Aber ich denke mal, das ist okay. Ja, ich habe ein straffes Programm, bevor ich arbeiten gehen muss. Ich habe extra vorher gepennt. Schoker aufnehmen, Main zocken und... danach geht's da noch. Oh. Danach muss ich dann auch noch rendern für euch.
hochladen und dann geht er ab. So, als allererstes, wir sollen hier so ein letztes Flugzeugchen nehmen und ein bisschen rumballern gleich. Aber erstmal wird geflogen. Was zur Hölle ist das? Admiralin, Sie haben Anzeichen Einheimischer entdeckt. Kunstvolle Gebäude. Genug geredet. Augen aufs Ziel. Ihr habt die Admiralin gehört. Konzentriert das Feuer auf die Hornebasis. Wir gehen mit dem Angriff. Achso, jetzt geht's gleich los hier. Mit natürlich ballern, zielen. Ich weiß gar nicht, was wir hier abknallen müssen. Ach, da steht ja 60 Horde-Kämpfer. Ja, ihr seht, geschichtlich, die Horde und Allianz ist natürlich mal wieder zusammen hier und ich krieg hier irgendwie gar nichts gut geschrieben. Ich bin bekloppt. Supi. Boah, was hier abgeht, Alter. Ey, es ist ja gestört. Aber das ist. War mir schon fast bewusst, was passieren sollte, wenn ich um 0 Uhr spiele. Und ich den hin, ey. Leute, das sind meine Viecher. Ich krieg noch gar nichts gut geschrieben, Mensch. Scheiße. Ey, es ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Positiver Nebeneffekt ist, ich glaube, mit abgeschossen werden von der Horde, das ist hier gerade mal gar nichts. Die sind, glaube ich, auch total überfordert mit uns. Die armen kleinen Kämpfer, die hier stehen und versuchen, uns aufzuhalten, ne? So, wo geht's hier weiter? Da gibt's noch was zu erledigen. Dun, 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 dun. Aber auf jeden Fall schon eine ganz coole Quest. Also bis hierhin kenne ich das alles schon. Danach habe ich mich nicht mehr weiter gespoilert. Aber das ist überraschend. Auf jeden Fall sehen wir hier schon die ersten Kirschblütenbäume. Wunderschön. Ah, oh, ist das toll. Ich freue mich wie Sau. Wir zünden hier glatt mal gleich immer alles an, wir sind schön weit und irgendwie geht hier nichts down in den Pissladen. Oh, das sind echt zu viele Leute da jetzt hier, das gibt's ja nicht. Stirb! Wir brauchen immer noch. Oh Gott, wir brauchen immer noch zu viel, ey. Ich glaube, das wird hier noch ein paar Runden gehen. Leute, das ist einfach pervers. Es war mir aber fast klar, was das im Startgebiet hier so viel abgehen wird. Ist ja eigentlich, ja, normal. Sag ich ja schon. Also, das kennt man ja nun schon, wer schon andere, also. Ja, Add-ons so mitgemacht hat. Der kennt das, aber das wird sich jetzt auch erstmal bis zum ein paar Tage erstmal gar nicht beruhigen. Das wird jetzt dauerhaft so aussehen, weil dann kommen schon die ersten wieder an mit ihren Twings und etc. Und es geht ja, immer weiter. Und irgendwie kriege ich hier nichts, sehe ich hier keine Gegner mehr. Das ist gerade. Gegner? Ich sehe hier gar nichts mehr. Hier sind kein einziger Gegner mehr. Ich weiß ja nicht, was hier abgeht, aber irgendwie könnte hier doch mal der ein oder andere Ork nochmal aufkreuzen. Auf jeden Fall habe ich gerade irgendwie ins Nichts geballert und habe einen gut geschrieben bekommen. Das ist natürlich auch toll. Da hat sich wahrscheinlich einer hinter einer Kiste versteckt oder so, die Säue. Mensch, Mensch, Mensch. Kommt raus hier. Zünd eure Hütte an. Ja.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass hier manchmal die Tasten gar nicht, gehen. Kann ich drücken, wie ich will, da passiert gar nichts. Ja, ey, ich schieße jetzt ja auch einfach mal ins Nichts. Vielleicht finde ich ja hier doch noch irgendwas. Oh Mann. Ich glaube, so schnell können die Gegner gar nicht spawnen, aber auf jeden Fall kriege ich hier ab und an noch ein gut geschrieben. Oh, ein Schredder. Aber die brauche ich gar nicht mehr. Egal. Hauptsache es ist rot und ich kann es abschießen. Engines, Kinder. Komm raus. Ich sehe hier nur noch Flugmaschinen, aber ich sehe keinen einzigen Gegner. Das ist so gestört. Oh, da ist ein Ork. Meiner. Oh, da ist eine ganze Gruppe Orks. Meine. Kommt. Na, ich krieg euch nicht. Was ist das denn für ein Rotz? Also irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ihr seht es schon. Wir müssen noch einen Klingenschneider versenken und Höllennarbe versenkt. Aber mal schauen. Also das lief in der Beta jetzt mal besser, ne? Obwohl sie da buggy war. Achso, ja, die Klingenfaustschneide versenkt und die Höllennarbe versenkt. Das sind übrigens zwei Schiffe. Wenn wir hier mit den 60 Orks und den Schreddern fertig sind, dann wird man quasi automatisch darüber geflogen und dann geht das los und dann darf man da hinten da diese Schiffe versenken. Das ist auch ganz cool. Also man muss da auf Fässer ballern, die auf den Schiffen stehen, und dann gehen die hoch und dann versenkt man das Schiff. Und ich kotze mich hier gerade an, dass ich keinen einzigen Ork sehe. Na, ich habe aber scheinbar wieder einen getroffen. Mysteriös. Oh, Orks. Meine. Und meine zweite Taste geht nicht, meine Raketen funktionieren nicht, ich könnte kotzen. Was ist das denn für ein Müll hier? Meine, alles meine. Ja, die tauchen viel zu spät auf, aber... Ey, das gibt's nicht, jetzt habe ich die hier alle nicht gut geschrieben bekommen. Oh, da sind noch welche. Aber ich kann sie wieder nicht abschießen. Mann, was ist das hier für eine Scheiße? Ich habe das Gefühl, dass man, wenn man von A nach B rüberfliegt, dass da irgendwie das so lange nicht funktioniert, bis man da eine bestimmte Position wieder erreicht hat und dann ballern kann. Was ich auch für einen Arsch finde. Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier mal ganz fix kurz mal steinen. Und wenn ich die 60 voll habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ey, da sind welche meine. Ja, wir sehen uns wieder, wenn wir die 60 voll haben. Bis gleich.